ich finde die Person auf, reagiert nicht, liegt meinetwegen jetzt hier am Jubiläumsplatz, hallo. So, und jetzt Unterschied zu sonst ist, ich gucke jetzt einfach nur nach Brustkorbbewegungen. Man sieht den Mundschutz an der Puppe. Das ist aufgrund der Covid-19-Lage im Moment so, dass nicht bearbeitet wird, wobei sowieso gesagt wird, drücken, Strom, Luft. Ja, das heißt, die Beatmung macht der Rettungsdienst später, weil der Patient normalerweise noch genug Restsauerstoff im Körper hat. Ich fange unverzüglich an zu drücken. Der zweite Helfer setzt den Notruf ab und holt ein AED. Und ich drücke einfach weiter und mache ruhig auf. So. Und jetzt sieht man, dass das Gerät eigentlich alles alleine macht. Und in der Zeit ist ganz wichtig, dass man weiter drückt, damit der Patient direkt Kreislauf hat. Ne? Jetzt werden zwei Patches aufgeklebt. So lange drücke ich. Ja? Was man bei Kreislaufstillstätten wissen muss, das kann halt sein, dass er eben nicht flimmert, sondern vielleicht einfach nur zum Beispiel einen Stillstand hat. Ja, das misst das Gerät gerade. Jetzt kommt gleich ein Piepton. Die Kollegin achtet darauf, dass sie keinen Kontakt zum Patienten hat. Blinkende Taste drücken. Und jetzt zack, das waren 200 Joule. Führen Sie die Herzdruckmassage im Takt durch. Und ich fange einfach weiter an zu drücken. Setzen Sie einen Handball. Wichtig ist, dass man sich regelmäßig ablöst. Das mache ich jetzt bis zur nächsten Analyse durch. Das dauert 2 Minuten. Danach würde die Kollegin übernehmen. In der Woche der Wiederbelebung wollen wir die Menschen ansprechen und sie hinweisen, wie wichtig die ersten Maßnahmen an einem Patienten sind, der plötzlich bewusstlos wird und keinen Kreislauf hat. Bundesweit werden überall Aktionen durchgeführt und Berichte erstellt, um die Menschen in die Technik hinzuweisen und auch eben auf die Bedeutung dieser ersten Maßnahmen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Am Ende geht es darum, möglichst diese Zeit zu überbrücken. Wir nennen das therapiefreies Intervall, in dem derjenige, der vor Ort ist, der diesen Kreislaufstillstand vielleicht beobachtet, feststellt, oft sind es die eigenen Angehörigen oder Freunde, und direkt mit der Herzdruckmassage anfängt, bis dann der Rettungsdienst eben eintrifft. Ganz wichtig dieses Motto: prüfen, rufen, drücken. Die Woche der Wiederbelebung zielt ja auf Ersthelfer, die hier auf dem Markt zu finden sind. Die sollen schon mal anfangen und dann ab November gibt es im Kreis Mettmann aktiv die mobilen Retter. Damit möchten wir dann medizinisches Fachpersonal alarmieren, was dienstfrei ist und sich in der Nähe befindet. Und die werden dann über die Leitstelle Kreis Mettmann zum Notfallort geschickt, um dann den Ersthelfer zu unterstützen und das therapiefreie Intervall noch einmal zu verkürzen und dem Patienten eine hochwertige Herz-Lungen-Wiederbelebung zukommen zu lassen. Das sorgt dafür, dass unser Rettungsdienst hier im Kreis noch effektiver wird.